Nach meinem Ausstieg bin ich wie in so ein schwarzes Loch gefallen. Enrico war in der rechtsextremen Szene aktiv. Eigentlich hat immer Hass eine Rolle gespielt. Wir hatten alle gemeinsam den gleichen Feind, den galt es zu bekämpfen. Wir haben angehalten, sind aus den Autos raus und haben die zusammengeschlagen. Mit Fäusten, mit Füßen, mit Gegenständen. Ich war teilweise wie in so einem Rausch. Doch dieser Rausch hielt nicht an. Der Hass hat mich angewidert, er hat mich krank gemacht. Ich wollte nicht mehr wütend sein.